Leg die Herde neben mir. Bleib bis morgen in der Früh. Wie schnell die Zeit vergeht. Ein Jahr ist vorbei, ein erfolgreiches. Und wie wird gefeiert? Mit Backhändl, Topmusik und guter Unterhaltung. Im Hintergrund läuft schon das Buffet und es gibt Backhändeln im Überfluss. Wie das vergangene Jahr verlaufen ist, fragen wir am besten gleich einen der Chefs des Hauses. Ja, es war für uns auf alle Fälle sehr intensiv und eine ziemliche Herausforderung. Wir beide haben ja mit dem Gastgewerbe nur am Rande in der Vergangenheit zu tun gehabt, haben eigentlich andere Aufgaben, sage ich mal, gelöst in der Vergangenheit und das war schon so ein bisschen ein Weg ins Ungewisse, aber ich denke, wir haben das Jahr sehr intensiv erlebt noch einmal, vor allem die ganzen Veranstaltungen, die wir mitbegleitet haben, auch unsere Eigenveranstaltungen, die wir durchgeführt haben, also es war spannend. Lass auf deiner wachen Haut. Ja, wir haben im Küchenbereich einige Spezialitätenwochen uns einfallen lassen. Begonnen haben wir mit unterschiedlichen saisonellen Gerichten, haben unsere Speisekarte auch danach ausgerichtet. Und in den Spezialitätenwochen haben wir von der Kürbiswoche bis zur Bierwoche, Steakwoche. Ja, Eigenveranstaltungen waren zum einen einmal am Aschermittwoch, traditionelles Fischbuffet, habt ihr einen Beitrag gebracht, das war eigentlich sehr gut, waren wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis, über 200 oder knappe 200 Teilnehmer am Fischbuffet, dann haben wir die Teilnahme, die bei uns wichtig ist, am Italienischen Nacht sowie auch beim Stadtfest. Italienische Nacht haben wir auch ein spezielles Buffet, das wir auch heuer wieder anbieten. Wir haben am Rosenmontag einen unheimlich stimmungsvollen Abend organisiert, wo also wirklich mit Masken und sehr viel los war. Also das waren so einige Veranstaltungen, die wir selbst durchgeführt haben. Nicht nur das Essen war hervorragend, sondern auch die Dekoration. Wer macht denn diese? Also das ist zum großen Teil die Küche und ein bisschen haben wir unseren Vater da mit involviert, der mit seiner Hobby-Schnitzerei uns unterstützt, wenn es darum geht, Kürbisse zu schnitzen und das hat ein paar Mal jetzt schon gemacht, das kommt ganz gut an. Wie bekannt jagte eine Idee die andere. Doch die Einfälle gehen scheinbar nicht aus. Und was ist noch in Planung? Ja, es geht dann eigentlich jetzt im Juni weiter mit dem Vatertag. Den verlegen wir 3 Tage nach vor, machen hier eine Bierverkostung für alle Väter, die sind gerne eingeladen. Und als Vatertagsgeschenk könnten sich die Kinder dann gleich einfallen lassen, dass sie dann die Väter um 12 Uhr am Abend abholen. Das nächste ist dann eigentlich der Donnerstag. Das ist ja heute so bei unserer Jahresfeier eigentlich das Kickoff mit dem Backhändl-Station, wo wir jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr eine Backhändlstation aufbauen. Bei den Backhändeln kann man ja essen, so viel man will und auch die Beilagen kann man nehmen. Was kostet denn das? Also das ist ein einmaliger Preis mit 6,90 Euro. Hier kann man dann essen, so viel man möchte. Noch dazu zu sagen ist, dass wir eine eigene Panade kreiert haben, die ein bisschen würziger und ein bisschen schärfer ist. Auch zum Empfehlen. Eine sehr gute Sache, auch einmal was anderes zum Versuchen beim Backhändl. Jetzt aktuell haben wir Spargelwoche und so versuchen wir unseren Gästen ein abwechslungsreiches Speisenangebot zu unterbreiten. Für jeden, der nicht anwesend sein konnte, nutzten wir die Gelegenheit und hielten alles auf Band fest. Auch wir vom PKTV-Team wünschen dem Jubilar noch weitere erfolgreiche Jahre und viele, viele zufriedene Gäste. Ja, am 3. Juli haben wir das Schulabschluss-Clapping hier in den Stadtsälen. Hier werden 2 DJs von der Antenne Steiermark richtig einheizen und den Schülern in den Urlaub entlassen. Hunger leiden musste von den anwesenden Gästen niemand. Ganz nach dem Motto, essen so viel sie möchten, wurde auch diese Jahresfeier in den Stadtsälen Volzberg zu einem Top-Event. Ja, nur bei mir.